als Sie den Auftrag für die Ausstellung bekommen hatten, war Ihnen da klar, was Sie da, also zum Beginn, ja, war Ihnen da klar, was Sie da in der Geschichte quasi ausgegraben haben? Ja, die Ausstellung, die 2006 eröffnet wurde, hat ja den Jahrestag, den 50. Jahrestag der Ausgrabung sozusagen an diesen Jahrestag erinnert. Und wir haben uns ja schon viele Jahre vorher mit der Geschichte des Spionagetunnels beschäftigt. Wir haben die Röhre, vor der wir jetzt gerade stehen, 1997 ausgegraben und auch mit dieser Ausgrabung 1997 eigentlich auch einen Großteil dieser Geschichte der Röhre auch gleich mit ans Licht gebracht. Das ist ja quasi, was Sie dort ausgegraben haben, der Kalte Krieg, der alle ein wenig berührt hatte, mehr oder weniger. Die Berliner haben ja quasi da einen großen Anteil, den größten Anteil überhaupt, denn es ging ja letzten Endes auch um ihre Sicherheit. Ja, Berlin war die Hauptstadt der Spione und Berlin war natürlich auch Frontstadt im Kalten Krieg. Nur hier haben die großen Parteien Tür an Tür gewohnt und auch nur hier waren Dinge wie dieser Spionagetunnel möglich, wo man eben über eine Strecke von 450 Metern bequem vom amerikanischen Sektor in den sowjetischen Sektor graben konnte und dort Leitungen anzuzapfen. Ja, also dieser Berliner Spionagetunnel ist in der Tat ein Highlight des Kalten Krieges und eben umso wichtiger, dass hier bei uns in Berlin ist. Die Briten waren ja da besonders dran an dem Bau. Das heißt, sie hatten Erfahrung. Ja? Ein Tunnel in Wien wurde vorher wohl vermutlicherweise schon gebaut. Und das hat natürlich die Möglichkeiten doch verstärkt, hier solche Dinge zu machen. Ja, das ist richtig. In der unmittelbaren Nachkriegszeit haben die Briten in Wien, die ja denselben Status wie Berlin als Vier-Sektoren-Stadt hat, bereits diverse Leitungen der Sowjetunion dort im sowjetischen Sektor angezapft, allerdings eher in kleineren Tunneln. Also ich glaube, der längste Tunnel in Wien war 7 Meter und das Projekt hier in Rudow war immerhin 450 Meter, sodass man da auch schon ein bisschen den Unterschied sieht. Aber von der Idee her, die Idee des Tunnelbaus und des Anzapfens ist sicherlich in Wien entstanden, ja. Die Amerikaner haben, oder nicht nur die Amerikaner, die Westalliierten haben natürlich den Versuch unternommen. Ja, anfangs wussten sie ja nicht, oder sie wussten überhaupt nicht, dass sie schon ausspioniert waren. Haben den Versuch unternommen, Informationen zu bekommen, die ja top secret waren, ja. Und so könnte man es ja auch einkreisen, ja. Die Informationen, die durch den Tunnel geflossen sind, es waren ja etwa 300 Telefonleitungen, die permanent rund um die Uhr angezapft und aufgezeichnet und ausgewertet wurden, waren unterschiedlichster Art. Da geht es vom banalen Brötchen bestellen oder Brot bestellen bis hin zu Telefonaten höherrangiger Offiziere, die, wie Sie schon sagten, ja auch gar nicht wussten, dass sie abgehört wurden. Ironischerweise wusste es ja der KGB in Moskau, aber die Leute vor Ort wurden ja nicht darüber informiert. Und die ein oder andere Top-Secret-Nachricht ist da auch schon durchgeflossen, wobei man allerdings sagen muss, dass es primär ein Mosaik aus normalen bis niederrangigen Nachrichten waren, die sich dann zusammen mit anderen Nachrichten, die aus anderen Quellen kamen, sozusagen zu einem Bild zusammensetzten. Also war der Tunnel für die Vereinigten Staaten, obwohl er schon vorher ausgeplaudert wurde, doch ein wichtiges Argument. Man hat über diese 11 Monate und 11 Tage, die der Tunnel ja in Betrieb war, eine Reihe von Informationen bekommen, die man eben nur hier in Berlin vom Tunnel bekommen konnte. Und diese haben sich eben eingefügt als Mosaiksteine in andere Informationen aus anderen Quellen, sodass man dadurch ein deutlich besseres Bild erhalten konnte. Eine Frage an Sie, wenn man bedenkt, dass eine Tätigkeit so versteckt ja, ausgeführt wurde, ausgraben, planen, ausgraben und durchstoßen quasi wie im Bergbau, ist ja im Grunde genommen Bergbau gewesen, wie im Bergbau und dann noch den richtigen Punkt zu finden. Das war ja auch damals doch schon eine Meisterleistung. Stimmt, man musste über diese lange Strecke, man konnte ja keine Kurve oder wenn man in der Mitte der Strecke feststellte, man ist einen Meter zu weit rechts, konnte man ja keine Kurve einbauen. Man musste in der Tat gerade graben und hat es, das war eins der Errungenschaften, hat es also punktgenau geschafft, genau an der Stelle rauszukommen, wo diese Leitungen verlaufen sind. Und in der Tat, im Bergbau wurden diese Röhren, die man dann nach dem Ausschachten zu einem Tunnel zusammensetzte, ursprünglich verwendet. Und das sind vorgefertigte Industrieteile, die sonst auch im Bergbau verwendet werden, ja. Sie hatten ja praktisch nachher die Möglichkeit gehabt, die ja,
40 oder 50 Jahre ruhenden Teile bergen zu dürfen und diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nun ist das aber ja bestimmt nicht ganz einfach. Ich hatte gehört oder hatte hier heraus erlesen, dass auf dem Flughafen Tempelhof die Teile erstmal wieder zurückgeholt wurden ins Leben, darf man so sagen. Ist das richtig? Ja, sie wurden restauriert. Der Tunnel war ja etwa bis in einer Höhe von 70 Zentimetern mit Schlamm und Grundwasser bedeckt, sodass die Röhre, die ausgegraben wurde, erstmal wieder ein bisschen repräsentabel und passabel hergestellt werden musste. Die bestrestaurierte Tunnelstück sehen wir hinter uns. Das ist so restauriert worden, wie es damals ausgesehen haben wird, mit teilweise auch Originalteilen dieses Belüftungsschachtes, teilweise Originalkabel, die bei dieser Restaurierung verwendet wurden. Das andere Stück, was wir 2005 ausgegraben haben, sollte, das war Absicht, in dieser Patina bleiben, in der wir es hier auch ausgestellt haben, nämlich diese 50 Jahre alte, verrostete und teilweise auch verschmutzte Tunnelröhre, dass man da auch nochmal eine Vorstellung bekommt, wie sowas dann aus der Erde von den Museen geborgen wird und nicht immer glaubt, dass diese Dinge dann hier im hellen Licht erscheinen und fertig restauriert dann aus dem Boden kommen. Jahrelang war Gras über den Tunnel gewachsen, sogar buchstäblich. Er verlief ja direkt unter der Grenze im Süden Berlins. Deshalb war es auch recht kompliziert, heute seine genaue Lage festzustellen. Erst letzte Woche begann das Alliiertenmuseum, die Röhre freizulegen, die einmal mehrere hundert Meter zwischen amerikanischem und sowjetischem Sektor verband. Briten und Amerikaner hatten 1955/56 von hier aus alle Gespräche der Russen von Berlin in ihre Zentrale nach Wünsdorf abgehört, Tonnen von Material gesammelt. Allerdings nicht so geheim, wie sie dachten. Die Russen wussten von Anfang an Bescheid. Durch einen Spion in London, den berühmten George Blake.
Nur weil der geschützt werden musste, griffen sie nicht gleich ein, inszenierten erst nach 11 Monaten eine öffentliche Entdeckung des Spionagetunnels. Pressekonferenz mit Besichtigung. Heute fand sich fast an derselben Stelle wieder die Presse ein, lauschte den Erinnerungen zweier Kontrahenten von damals. Ein KGB-Agent und einer vom CIA haben zusammen ein Buch geschrieben und endlich die wahre Geschichte des Tunnels erzählt, der in vielen Filmen und Romanen zur Legende wurde. Haupterkenntnis: CIA und SIS hörten echte Informationen, keine gestellten Gespräche. Dass alle westlichen Geheimdienste, wie sehr sie sich sonst auch untereinander bekriegten, gemeinsam einen erneuten Frontalangriff planten, erhellte auch die Praxis, sich nicht mehr mit dem Anzapfen gewöhnlicher Telefonleitungen zufrieden zu geben. Ihre vorläufige Krönung erfuhren alle diese ebenso schmutzigen wie menschenfeindlichen Machenschaften am 22. April 1956. An diesem Tage entdeckten unsere sowjetischen Genossen einen 300 Meter langen Spezialtunnel, der direkt von einer amerikanischen Armeefunkstation in West-Berlin-Rodow unter unserer Grenze hinweg nach Altglienicke führte. An Ort und Stelle konnten die internationalen Pressevertreter des Pudels Kern untersuchen. Dies war keine flüchtig erbaute Agentenschleuse. Der 5 Meter unter der Erde geführte, spezial isolierte und mit fast 2 Meter dicken Sektionstrennwänden aus Eisenbeton versehene Tunnel war wegen dreier Telefonkabel mit über 160 Leitungspaaren vorgetrieben worden. Sie sollten durch den amerikanischen Geheimdienst überwacht, im Bedarfsfalle gestört oder mit Fehlanweisungen gespeist werden. Es handelte sich um die Sonderleitung der DDR-Regierung und der zeitweilig auf unserem Territorium stationierten sowjetischen Truppen. Thank you.
Es ist nun 50 Jahre her, dass der Berliner Spionagetunnel entdeckt wurde. Er verlief unter dem Gelände, das von ihrem Vater Paul Noack und ihrer Familie landwirtschaftlich genutzt wurde. Sie waren damals 14 Jahre alt. Wie haben Sie als junges Mädchen diese Entdeckung erlebt? Wir haben damals ja eine Landwirtschaft in Altglini gehabt, im Ort unten, und zu dieser gehörte auch dieses Feld. Und wir wohnten in der Grünauer Straße, da weit ab vom Tunnel im Prinzip, von dem Gelände, und kriegten einen Anruf an diesem 22. April. Es war recht verregneter Sonntag. Und der Anruf war von einem Bekannten, der mein Vater sagte: Sag mal, Paul, du bist ja verrückt, lässt dir deinen Tunnel, deinen Keller von der Armee ausheben. Recht verwundert guckten die Eltern, und Vater fuhr los und sagt: Kann doch nicht sein. Muss mal gucken, was los ist. Kam lange nicht wieder. Und als er dann endlich wiederkam, erzählte er uns dann, neugierig wie wir waren, wollten wir es natürlich wissen: Da oben ist alles abgesperrt, ich kam kaum ran, ich musste mich da durchkämpfen. Und als ich dann endlich einen Verantwortlichen hatte, dann, und ich gucken durfte, sah ich, dass also dort ein riesengroßes Loch war auf unserem Grundstück, mit einem großen Sandberg daneben, und auf der anderen Seite der Chaussee war ein kleineres mit so einem Bauarbeiterzelt, so einem Telefonbauzelt, und darunter war diese Kabelanzapfstelle von dem, man hatte den Spionagetunnel entdeckt in der Richtung Rudow zu dieser Radarstation. Erklärte natürlich ein paar Sachen, dass die Bäumchen nicht ganz so wuchsen. Wir hatten ja da in den Jahren eine Obstplantage, Jahre davor eine Obstplantage aufgebaut mit 1100 Bäumen verschiedener Sorten, von der Pflaume, Birne, Äpfel bis zur Kirsche. Und das sollte dann so später ein Haus gebaut werden, daher der Anruf, das passte irgendwie zusammen. Und sollte der Alters- und Ruhesitz für meinen Vater eigentlich werden und ein zweites Existenzstandbein. Eigentlich wollte Ihre Familie auf dem Gelände ein Haus bauen. Dazu ist es dann nicht gekommen. Was waren die Gründe dafür? Es war ja so, dass, also nachdem der kleine Einstieg gemacht wurde, wurde ja dann eine große, breite Freitreppe angelegt, zu denen gleich mit den vorhandenen Steinen, die dann schon da waren, die Stufen gemacht wurden. Der Tunnel war 4 Meter tief. Es war also eine ziemlich lange Schräge, die gemacht werden musste. Es wurden jede Menge Besucherströme durchgeschoben, geführt, und nach 180 Meter gab es einen Ausgang, auch noch auf unserem Grundstück, und wo die dann wieder rauskamen, und das ging den ganzen Sommer über so. Damit war natürlich erstmal sowieso da oben an keine Baumaßnahmen zu denken, und im Herbst wurde dann der gesamte Tunnel ausgehoben, und das bedeutete, dass eigentlich bei 4 Meter Tiefe ein recht breites Stück Land verunstaltet wurde. Das Jahr war sowieso verloren, und wir mussten dann ja später, konnten wir erst anfangen zu bauen und noch sogar um eine volle Breite das Haus versetzen aus Sicherheitsgründen, damit der Baugrund vorhanden war.